Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute machen wir mal wieder ein Fullface mit den Adventskalenderprodukten. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier habe ich jetzt die Produkte, die ich mir rausgesucht habe. Das ist aus verschiedenen Adventskalendern. Bei manchen Produkten habe ich halt geschaut, was ihr mir geschrieben habt unter dem letzten Fullface Adventskalender. Und es ist sehr viel. Ich habe aber eine sehr, sehr unreine Haut. Deswegen, also unruhig, unrein. Also hier hat Julius mich gekratzt. Hier habe ich, glaube ich, Rosacea. Hier habe ich einen Pickelmal, noch ein Pickelmal. Das heißt, vielleicht kommt da drüber noch irgendwie eine Full Coverage Foundation. Da müssen wir mal schauen. Ich starte aber einfach mal hier mit dem By Terry Hyaluronic Hydra Primer. Ich meine, dass wir den in der Full Size in dem By Terry Adventskalender finden oder gefunden haben. Ich hatte den auch schon mal. Ich meine sogar, dass ich den auch mal leer gemacht habe. Und den trage ich mir doch zuallererst einfach mal ganz entspannt auf. Fühlt sich ganz gut auf der Haut an, also nicht zu schwer. Boah, der zieht direkt weg. Das ist ja Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Hat auch einen leicht kühlenden Effekt jetzt auf der Haut. Mag ich persönlich gerne leiden jetzt gerade. Wobei im Winter brauchst du eigentlich nicht unbedingt einen kühlenden Effekt, ne? Als nächstes habe ich aus dem Rosenthal Adventskalender etwas. Das nennt sich eigentlich BB Primer mit Niacinamiden und Squalan. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist der ja gefärbt, weil der sieht so gefärbt aus. Vielleicht ist es aber auch Schimmer. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ansonsten muss da drüber halt eine Full Coverage Foundation. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ich pumpe mir den erstmal. Sieht so gräulich aus. Ja, riecht einfach nach Creme. 25 ml haben wir hier drin. Ich nehme mir einfach mal einen Pinsel. Den habe ich aus dem, ich glaube, Charlotte Tilbury Adventskalender. Ich glaube, wenn du eine ganz leichte Deckkraft möchtest, ist das dein Produkt. Aber Glow, ja, der ganz leicht mit dabei, aber jetzt auch nicht wirklich. Ja, also wirklich eine minimale Deckkraft. Der macht ja nicht wirklich was in meinem Gesicht, ne? Nee. Also, das ist ein Primer. Ich nehme jetzt einfach mal von e.l.f. die Camo CC Cream, habe ich euch letztens auch in einem Video mal wieder gezeigt. Die ist nämlich richtig schön deckend und spritzig offensichtlich auch. Dann verwende ich auch meinen Concealer, den ich aktuell in Anwendung habe. Der ist von Uncorrupted Beauty. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt heute echt eine sehr, sehr deckende Geschichte drauf. Aber ich habe das Bedürfnis, es heute einfach zu machen. Erdbeerwoche und so. Und manchmal, ne, fühlt man sich dann etwas mehr nach mehr. Und nun, jetzt habe ich die Spachtelmasse aufgetragen. Jetzt kommen wir zu den Produkten aus den Adventskalendern, die ich jetzt noch hier weiterverwenden möchte. Ich glaube, ich starte mit dem Bronzer. Das ist hier der Riva Loves Me Contouring Stick in der Farbe Light. Ich meine, dass der im Crash Cosmetics Adventskalender drin war. Die Adventskalender, wo die Produkte drin waren, die noch verfügbar sind, habe ich euch auch mal in der Infobox verlinkt, sowie auch die Produkte an sich, ne, dass ihr da mal vorbeischauen könnt. Ich meine, dass Maxim auf diesen Contouring Stick so geschwört hat. Ich bin mal gespannt, wie der so funktioniert. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen was aufgetragen. Okay, blendet sich aber auch recht gut weg. Das heißt, man muss den schon etwas intensiver auftragen. Liegt aber auch daran, dass ich wirklich eine deckende Foundation jetzt drauf habe. Ne? Wenn ich nur so eine leichtere Geschichte drauf hätte, dann ja, wird sich das natürlich nicht so intensiv jetzt mit der Foundation verbinden. Ist klar. Ne? Und ja, deswegen ist es jetzt mal so, dass ich das ein bisschen mehr aufbaue, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Der ist super einfach in der Anwendung und lässt sich wirklich toll verarbeiten. Also den mag ich richtig, richtig gerne. Macht einen Schatten. Mehr soll er ja eigentlich auch nicht machen. Das ist ja kein Bronzer. Bronzer habe ich gleich noch. Schön. Next Step. Yo, jetzt wird es ein bisschen intensiver. Da habe ich von NYX Sweet Cheeks Soft Cheek Tint Blush Mousse. Das ist dieses hier aus der in der Farbe Coralicious. Und der war, glaube ich, auch in dem NYX Adventskalender. Hier bin ich mir sehr sicher, das ist ein sehr stark pigmentiertes Produkt ist, weil diese Sweet Cheeks Produkte sind immer sehr stark pigmentiert. Deswegen gebe ich mir den erstmal auf meinen Handrücken und dann nehme ich mir meinen Foundation Pinsel, arbeite das in den Foundation Pinsel ein, weil ich kann das dann besser vorsichtig aufbauen, als dass ich mir das direkt so mit dem Applikator aufs Gesicht geben würde. Aber es geht tatsächlich klar. Wahrscheinlich auch hier wegen der Full Coverage Foundation, die ich drunter habe, ne? Eine sehr schöne Farbe. Lässt jetzt so ein bisschen die Kontur verschwinden, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also, ne, dagegen kann die Kontur nicht so wirklich anstinken, weil das dann doch etwas Leichteres war. Das heißt, die beiden Produkte würde ich jetzt eher weniger kombinieren, weil die sich gegenseitig ausstechen. Also der Blush sticht den Konturstick aus. Ja, das ist auf jeden Fall süß, oder? Also richtig süßes Blush-Produkt. Ich glaube, die Kontur muss ich aber nochmal nachlegen, weil die ist jetzt ja echt fast verschwunden. Das ist ein bisschen schade, weil ich das Produkt ja eigentlich ganz toll fand. So nehme ich
Ne? Genau. Ja, wir sind noch nicht ganz durch mit den cremigen Texturen. Also da ist echt einiges in den Adventskalendern drin, was wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, weil du natürlich cremige Texturen viel, viel besser verschicken kannst. Also da hast du dann weniger Probleme, dass dann gegebenenfalls ein Puderprodukt bricht. Deswegen, ne? Ich finde es aber ehrlich gesagt auch ganz cool, weil ich 34 Jahre alt bin und dementsprechend kommt das manchmal ganz gut, wenn man da etwas cremigere Texturen verwendet, weil das die Fältchen nicht so betont. Hier habe ich aus dem Revolve Adventskalender, ist es glaube ich gewesen, oder? Diesen Dips Highlighter. Ganz interessant. Ganz, ganz interessant, ja. Und den trage ich mir jetzt erstmal mit dem Finger auf. Ich glaube, den Stick jetzt übers Gesicht zu reiben, wäre jetzt ein bisschen hardcore. Also hier habe ich es auf dem Finger, ne? Und dann gebe ich mir das hier einfach mal auf. Und der ist schon schön, ne? Ich hatte ja erst ein bisschen Bedenken gehabt, ob der zu dunkel sein könnte. Aber wenn ich das jetzt so in Kombination sehe mit der Base, die ich ja aufgetragen habe. Also schon gülden, ja. Also man sieht, dass der ein ganz kleines bisschen zu dunkel ist. Schön hier diesen Ratsche auch mit Highlighten. Genauso gehört sich das. Wenn das Kind versucht, sich am Gesicht und im Gesicht der Mutter hochzuziehen, dann wird es immer hardcore, ne? Ja, da habe ich jetzt sehr viel mit meinen Fingern gearbeitet, aber ich finde, das sieht richtig toll aus. Ich hoffe auch, dass der Glow dann nachher noch weiter durchkommt, wenn ich meinen Puder aufgetragen habe. Aber das sind wir jetzt einfach mal guter Dinge. Erstmal habe ich jetzt aber noch eine Lidschatten-Base und das ist tatsächlich nur eine Probe beim Adeko-Adventskalender. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, bestimmt irgendwo. Und zwar hatten wir da ja diese wundervolle Probe von dem Lidschatten-Primer drin. Verstehe ich nicht, warum man da eine Probe reinmacht, aber gut, ja. Besser als irgendwas Getöntes, was sie ja eigentlich auch gemacht haben, aber egal. Habe ich jetzt hier auf jeden Fall, das sind ganze 0,8 Milliliter und ja, ein Sachet. Ich habe es bei Kati, bei Contra Junkie gesehen. Ja, das ist echt super trocken, weil das so, oh Gott. Ich kenne das Originalprodukt auch, ne? Das ist halt wirklich in so einem krassen Pöttchen und du hast ja viel zu viel Produkt drin. Das wirst du im Leben nicht aufgebraucht bekommen, bevor es dir eingetrocknet ist. Das ist echt schade. Nun, it is what it is. Wir haben jetzt als nächstes hier ein Blotting Powder aus dem LH Cosmetics Adventskalender. Das ist dieses hier. Und ja, den gibt's auch noch. Den gibt es bei Purish. Ich weiß nicht, ob wir damit Claudis Welt 15 auch drauf sparen können. Könnt ihr gerne mal schauen. Auf jeden Fall haben wir einen Spiegel hier drin. Wir haben das Puder und wir haben auch einen Puffel mit dabei, was ich eigentlich ganz schön finde. Oh, meine Base creased. Oh, das sollte man im Vorfeld dann erstmal mit einem Schwämmchen verteilen. Sonst sieht das nachher ganz blöd aus, ne? Aber ich finde, dass die Seite, wo ich zwei Primer drauf habe, leider nicht ganz so gut aussieht, also wie diese Seite, wo ich nur den By Terry Primer drauf habe. Könnte daran liegen, dass man zwei Primer übereinander verwendet hat, ne? Ja, nicht die beste Idee gewesen. Aber nun, dann werde ich wahrscheinlich den Rosenthal Primer nochmal in einem anderen Video testen. Und wie auch beim letzten Video, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Produkte aus welchen Adventskalendern ich definitiv noch euch zeigen soll, schminken soll, verwenden soll, ne? Okay, also ich nehme jetzt hier mein Puffelding und gehe dann auch in das Puder rein. Hab's hier drin. Dann gebe ich mir das immer ganz gerne noch hier in meiner Handinnenfläche, damit das einfach hier besser in dem Powderpuff eingearbeitet ist. Und dann kommt das unter meine Augen und auch auf meine Augenlider drauf. Wobei, das ist so fein gemahlen, da musst du nicht vorher in der Hand das verteilen. Für den Rest meines Gesichts nehme ich hier aus dem Look Fantastic Adventskalender einen der Pinsel aus dem Pinselset. Ja, das mattiert schon sehr. Also der Highlighter wird dadurch sehr, sehr eingenordet, um das mal so zu sagen. Vielleicht, wenn ich nachher noch das Setting Spray verwende und so, dann verbinden sich alle Texturen hier nochmal ein bisschen mehr miteinander, ne? Dass dann der Highlighter nochmal wieder rauskommt. Aber so lässt das Puder wirklich allen Glanz verschwinden. Ich habe jetzt vor dem nächsten Step ein bisschen Respekt, muss ich gestehen. Denn da habe ich aus dem YAX Beauty Line Adventskalender den Glow Bronzer. Er ist glowy, Leute, ne? Wir schauen mal, wie das dann so funktioniert. Vielleicht ist es aber auch ganz schön. Ich weiß es noch nicht. Auch hier nehme ich mir diesen Pinsel, den ich ja eben schon verwendet habe. Bin jetzt einmal reingedippt. Tragen wir den dann erstmal hier so auf. Also der ist schon sehr, sehr glowy. Oh mein Gott, ja. Ich finde, dass solche Bronzer an und für sich ja ganz schön sind. Ne? Ich mag ja auch Bewegung im Gesicht haben. Ich mag auch gerne Glow haben. Aber du musst dafür eine perfekte Haut haben. Und wenn du die nicht hast, dann sieht das einfach super fleckig und uneben aus. Und ich finde den Glitzer hier drin auch nicht zart. Also der ist schon relativ ja sichtbar. Ich glaube nicht, dass das ein Produkt ist, was jetzt irgendwie noch bei mir bleiben wird, weil ich da irgendwie nicht so den Vibe verspüre. Ich finde es jetzt nicht so
Cool, bin ich ehrlich. Gut, dann schauen wir uns mal einen Blush an. Und den habe ich aus dem Max & More Adventskalender. Der dürfte jetzt auch matt sein in der Farbe 164 Dusty Rose. Ich bin hier sehr gespannt, wie der auf meinem Gesicht sein wird. Weil ich finde, in dem Pfännchen sieht der sehr, sehr dezent aus. So schaut er auf jeden Fall aus, ne? Also mal gucken, ob man ihn sieht. Ich habe ja schon den von NYX drunter und so weiter. Also eigentlich bräuchte ich jetzt keinen Blush. Aber Leute, ne? Wir sind ja hier zum Testen. Also von daher druff, druff, druff. Den Pinsel gut aufgeladen und trage den jetzt auf, wie befürchtet. Ne? Ganz, ganz leicht sieht man den. Und das Problem habe ich auch wirklich bei mehreren Blushes. Also, dass wenn die halt so eine sehr, sehr helle Nuance wählen, dass es dann selbst bei meiner durchsichtigen Haut fast schon nur kaum sichtbar ist. Also man sieht ihn jetzt hier so ein bisschen, ne? Aber ich habe auch wirklich drin rumgerührt. Und die Lidschattenbase finde ich furchtbar. Also den werde ich definitiv nicht behalten. Weil der macht mein Lid super faltig. Also das macht nichts Schönes. Das ist keine Lidschattenbase, die ich jetzt auch so kaufen würde. Also von daher kommt die direkt in den Müll. Die kommt nicht ins Aufgebraucht-Video. Die kommt nicht in ein Aussortiert-Video. Die kommt weg. Ja, ein Highlighter habe ich jetzt nicht. Aber ich habe ja auch einen Glowy Blush und eigentlich auch schon Highlighter drunter. Ich möchte jetzt ganz gerne dieses Produkt verwenden. Das war im Nabla-Adventskalender. Vorher trinke ich mir schnell einen Schluck. Und das hat sich eigentlich beim Swatchen auch nicht so heiß angefühlt. Das ist nämlich eher so eine Lippenpflege. Das ist dieses Lip Viper, Lip Plumper. Ist extrem hübsch, ne? Aber wie gesagt, das war im Adventskalender, gibt es aber auch in Sets und so. Und bei Purish bekommt ihr das sowieso. So, da dreht man hier unten, dann kommt das oben hoch. Ganz langsam und vorsichtig. Hier habe ich jetzt das Produkt. Es riecht auf jeden Fall richtig böse. Wirklich böse. Nach irgendwas heißem. Erkältungsbad technisch fast schon. Naja, habe ich jetzt hier aufgetragen. Gucken wir mal, ob die Lippen sich jetzt aufplampen mit dem Vipern-Gift. Keine Ahnung. Ich merke auf jeden Fall was auf meinen Lippen. Bin da aber eigentlich gar nicht so super schmerzempfindlich. Aber wir gucken. Jetzt gucke ich erstmal, wie hier diese Infinity Brow Sketch and Sculpt Geschichte aus dem LH Cosmetics Adventskalender performen wird. Ja, ich glaube, dass dieses Lip Viper nicht unbedingt für Leute ist, die ganz zart beseitet sind, um das mal so zu sagen. Weil man merkt da schon was, ne? Also das ist jetzt nicht einfach nur drauf machen und man hat nur einen optischen Effekt, man spürt auch was. Gut, jetzt nehme ich mir hier dieses Augenbrauenprodukt. Achso, habe ich übrigens hier in der Farbe Blond. Ja, die Farbe passt leider nur so einigermaßen. Es ist jetzt nicht perfekt. Also ich würde es mir jetzt so nicht kaufen für meine Haarfarbe, weil das für mich zu leicht zu warm ist. Also das hat ein bisschen zu hellbraunen Einstich für mich persönlich oder was zu goldiges. Ist aber okay. Also ich hatte schon schlimmere Augenbrauen. Ne? Aber ich würde sagen, dass ich so mit dem Nabla Brow Divine in Venus etwas besser fahre farblich. Trotzdem, also den habe ich jetzt hier drauf. Ist okay, kann ich auf jeden Fall mitleben. Ja, ich denke auch, dass ich das behalten werde und dann vielleicht noch aufbrauchen, ne? Mal gucken. Dann habe ich jetzt hier von Lumen, aus dem Lumen Adventskalender, das Brow Care Fixing Gel in Transparent. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Und sowas finde ich halt immer spannend, ob das so funktioniert und so, ne? Und ja, deswegen mache ich mir das jetzt einfach mal so drauf. Weil ich bin halt jemand, ich habe nicht viele Augenbrauenhärchen. Ich habe mittlerweile lange, weil ich ja auch das Lash Lem verwende von Özlem. Das verwende ich ja für meine Augenbrauen und das funktioniert echt super. Ja, genau. Also das Produkt nimmt auch so ein bisschen die Augenbrauenfarbe ab, muss ich jetzt einfach mal feststellen, was ich ein bisschen schade finde. Nun, macht die Augenbrauen dann auch wieder etwas natürlicher. Ja, kann man auf jeden Fall so lassen, finde ich persönlich. Als nächstes kommen wir jetzt zu den Augengeschichten, also zu den Lidschatten. Da habe ich zwei Paletten, die ich verwenden möchte. Hier haben wir eine Palette, die sehr neutral gehalten ist. Aus dem Lancôme Adventskalender ist es, glaube ich, tatsächlich auch gewesen. Ne? Und da ist auch nur ein Schimmerton drin. Das ist halt eine sehr zurückhaltende Alltagspalette. Und damit mache ich mir jetzt erstmal einen zurückhaltenden Alltagslook. So, ja, das ist eigentlich jetzt, ne? Nehme ich mir diesen ganz hellen Champagnerton zuallererst mit einem Pinsel auf. Das ist jetzt ein Pinsel aus dem Sephora Adventskalender. Und damit, ja, sette ich einfach mal mein Lid, gebe das auch bis hoch an meine Augenbraue ran. Ja, das entspricht meinem Hautton. Und ihr seht jetzt auch, wie die Lidschattenbase so sitzt, nämlich gar nicht gut. French Nude 01 heißt diese Hypnose-Palette übrigens. Ja, hier ist auch noch ein Roseton drin. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt... Ja, komm, den trage ich mir jetzt hier in der Lidfalte auf. Dann nehme ich mir den zweit
dunkelsten Ton. Und den setze ich mir hier außen an, blende ihn auch ganz leicht in die Lidfalte rein. Ja, das ist wirklich eine super zarte Palette, die du eigentlich eher so für schnell Alltagslook nehmen kannst. Ne? Das ist jetzt nichts super Aufregendes oder so, aber der Lancôme-Kunde oder die Lancôme-Kundin ist halt jetzt nicht unbedingt darauf aus, sich einen grünen Lidschattenlook zu schminken. Ne? Da sind wir ja irgendwie mal ehrlich und dementsprechend passt das schon. Ein schöner, edler Look, definitiv. Den Ton gebe ich mir auch an meinen unteren Wimpernkranz. Und du könntest das natürlich auch mit den Applikatoren, die hier drin sind, machen. Aber ich bin ja eher so ein normaler Pinselmensch. Diese Applikatoren eignen sich natürlich super, wenn du Schimmer so im Innenwinkel aufträgst. Das ist genial. Da brauchst du halt dann keinen kleinen Finger oder so für verwenden. Aber für die matten Töne würde ich immer mit Pinseln arbeiten. Das ist halt mehr so meine Welt, ne? Genau. So, jetzt habe ich hier noch einen etwas dunkleren Ton mit dabei. Das ist dieser hier und ja, den nehme ich jetzt einfach ganz minimal, um hier außen ein bisschen noch ja, mehr abzudunkeln und auch ein ganz kleines bisschen am unteren Wimpernkranz. Das öffnet das Auge einfach optisch. Einfach ein simpler Alltagslook. Da ist jetzt tatsächlich noch kein Schimmer mit am Start. Den gebe ich mir jetzt aber auf. Das ist ja dieser hier. Ne? Den würde ich auch für den Innenwinkel einfach verwenden. Und den könnte man sich, wenn man halt nur mit dieser Palette einen Look schminkt, auch auf das komplette bewegliche Lid geben. Und dann hast du wirklich einen total super Alltagslook. Aber ihr hattet mich darum gebeten, dass ich definitiv auch noch von LH Cosmetics dieses Basic Elements Produkt mal verwenden soll. Sehr, sehr gerne. Und ja, da haben wir 4 Töne drin. Das sind diese hier und die sind einfach wundervoll. Ich bin einfach ein Fan davon, deswegen mache ich das jetzt auch. Einen NYX Glitter Glow unter sehr stark pigmentierten Schimmertönen, Metallic Tönen zu verwenden, um dann noch mehr Kabittjes hinterzusetzen und um einfach die Haltbarkeit vom Look zu verlängern. Ich habe es beim letzten Mal auch gemerkt, als ich es nicht gemacht habe, also beim letzten Fullface Adventskalender, das sah schon sehr mau aus. Ne? Also, wir haben hier 4 Töne drin. Jetzt zu diesem Look passend, würde ich sagen, sind definitiv auch diese beiden Töne. Wir gucken uns aber einfach mal alle 4 auf dem Finger an. Ich meine, dass ich die auch sogar schon beim Unboxing gezeigt habe. Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall hammermäßig schöne Töne. Nach innen hin gebe ich mir dann diesen Goldgrünton auf. Das Kupfer kommt dann nach außen. Dann lasse ich die natürlich wieder so ein bisschen ineinander verschwimmen. Und das ist schon krass, ja. Ich glaube, ich gebe mir das AG, also das, weiß ich nicht, was das sein soll. Wahrscheinlich Silber oder so. Naja, gebe ich mir auf jeden Fall dann hier innen noch auf. Dann haben wir schon mal 3 Töne davon verwendet. Das ist doch schon mal derbe. Das Blau habe ich jetzt nicht genommen. Lässt sich aber auch super in blaue Looks halt integrieren, ne? Wow. Also das sieht aus, als hätte ich eine Folie auf meinem Augenlid. Das ist ja richtig krass. Ja, da geht natürlich jetzt der Look von der Lancôme-Palette etwas flöten. Aber dann ist das halt so. Ich, ja, blende hier ein bisschen in der Lidfalte. Finde es aber ehrlich gesagt richtig schön. Also das ist schon mein Vibe, ne? Ich, ja. Ha, Max. Okay, anderes Auge auch. Also ich möchte wirklich komplett ehrlich mit euch sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Palette ist, die man jetzt unbedingt in seinem Leben braucht und dass es solche Töne nicht woanders auch noch gibt. Aber ich finde, dass diese Palette richtig schön ist und dass die ordentlich Kabittjes hat. Also die gibt ordentlich was ab, die hat ordentlich Power und die hat den Look jetzt auch wirklich, finde ich, komplettiert. Ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, rennt los, holt euch die definitiv. Wenn ihr die im Adventskalender habt oder in irgendeiner Box mit dabei habt, dann ist es richtig geil. Aber das ist keine absolute, ihr braucht sie unbedingt in eurem Universum-Palette. Ne? Ich meine mich zu erinnern, dass wir diesen Mesauda Ink Liner in dem, oh, war das der Douglas Adventskalender? Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, ja, habe ich den jetzt hier und möchte den auch gerne in dem Look integrieren. Finde ich ganz interessant. Hat ein Schwämmchen. Dann schauen wir mal, ob der über diesen Tönen malen kann. Extrem schön. Also den finde ich richtig gut. Der malt toll, lässt sich leicht verarbeiten, ist wirklich über diesen intensiven Glitzer, Schimmer, folierten Lidschatten drüber geglitten. Ist satt und schön und einfach und ich mag ihn. Also toller Eyeliner. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange der auch so hält, aber macht einen guten Eindruck jetzt auf den ersten Eindruck. Nun verwenden wir ein Setting Spray. Das ist aus dem Lumen Adventskalender. Das ist Invisible Illumination Dewy Glow Setting Spray. Haben wir hier mit 50 Millilitern. Oh, feiner. Oh, jetzt habe ich auf mein Handy gesprüht. Läuft bei mir.
Wow, okay. Feiner Sprühnebel. Angenehmer Duft. Also frisch gewaschene Wäsche, aber ganz sanft. Und das macht schon was her. Also ich finde schon, dass das auch ein dewy Finish hinterlässt, weil meine Base an und für sich, also meine Foundation, ist ja schon recht trocken gewesen, ne? Das mag ich auf jeden Fall. Lässt auch ein bisschen den Highlighter jetzt wieder durchkommen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Wimpern. Und da bin ich mir nicht mehr sicher. Müsste auch in irgendeinem der Douglas Adventskalender drin gewesen sein. Lash Curve. Extra Curl and Lifting Mascara von Douglas ist das nämlich hier. Die sieht sehr hübsch aus. In diesem Gold und mit der pinken Schrift. Gut, die pinke Schrift siehst du darauf nicht ganz so gut. Vielleicht nicht optimal gewählt. Und hier haben wir eine sehr, sehr nasse Gummibürste, die so ein bisschen bananenförmig gebogen ist und ja, macht einen guten Eindruck erstmal. Riecht soweit nach nichts. Ich kann mir aber vorstellen, dass die gegebenenfalls nicht genug, also sich noch nicht richtig eingegroovt haben könnte, weil ich sehe einfach super dünnflüssig hier alles. Immer gucken. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Schwierige Mascara, die sich sehr wahrscheinlich noch eingrooven muss. Also sie schmiert sehr, sehr viel rum, wie man sehen kann. Macht halt schon recht viel in die Wimpern rein, was jetzt nicht für jeden was ist. Da reichen dann wahrscheinlich ein oder zwei Schichten, ne? Ich finde sie jetzt nicht schlecht, aber ich finde sie jetzt in der First Impression nicht so empfehlenswert. Denn jetzt so aus der Entfernung, ne, sieht es gar nicht verkehrt aus. Aber aus der Nähe hat man schon gesehen, dass das schon sehr viel war auf den Wimpern. Genau, Lippen. Da kommen wir jetzt gleich zu. Ich wollte mir jetzt erstmal dieses Lip Viper abnehmen, weil es ist ja noch ein bisschen was drauf und ich finde jetzt nicht, dass es aussieht, als hätte es meine Lippen immens groß gemacht oder so. Wenn einem kalt ist, hat man auf jeden Fall warme Lippen danach. Dann verwende ich jetzt aus dem, ich glaube, Douglas Adventskalender von zu Eva, den Velvet Love Lip Liner Serenette. Und das ist mit 1,2 Gramm sehr wahrscheinlich eine Originalgröße. Und das ist eigentlich so ein ganz normaler Nude-Ton. Mm, der ist saumäßig cremig, voll angenehm. Und die Farbe ist wunderschön. Ich persönlich würde sagen, dass das auch so meine ziemlich perfekte Lip-Liner-Farbe ist, weil ich damit halt wirklich jeden Look tragen könnte, ne? Voll schön. Mag ich. Cool. Dazu kombiniere ich aus dem, ich meine auch bei Terry Adventskalender in der Farbe Dare to Bear Nummer 4, diesen hier. Und ja, das dürfte eine Originalgröße sein. Ich glaube, der passt ganz gut dazu. Oh Gott, ja, perfekt. Das ist ja mal eine geile Lippe. Also das mag ich richtig, richtig gerne. Das ist voll mein Vibe. Mag ich irre, irre leiden. Mag ich wirklich gerne vom Look her leiden. Aber ich habe jetzt noch ein Produkt. Das habe ich aus dem Douglas. Ich glaube, das war auch so ein, der Deluxe Adventskalender, ne? The Muse habe ich hier nämlich von Sarco Parfum. Und den Duft fand ich eigentlich beim Unboxing ganz ansprechend. Mal gucken, ob der auch auf meiner Haut gut riecht. Es riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Also das kann man sich, wenn man das nicht an sich selber mag, auch einfach auf die Klamotten sprühen, wenn man die jetzt so im Winter von einer, also aus dem Keller holt oder vom Dachboden. Ist, glaube ich, nur ein bisschen teuer dafür. Nö, aber das ist jetzt so mein fertiger Look. Ich sehe ein bisschen zerrupft aus. Upsala, aber damit kommen wir, glaube ich, klar. Ich finde, dass der Look schön geworden ist. Auch wenn die Base jetzt sehr, sehr Full Coverage ist, mag ich, wie es aussieht. Ich finde jetzt auch, dass alles in Kombination auch nicht zu viel aussieht. Also ich hatte nämlich erst befürchtet, dass der Bronzer zu krass wird. Ich werde ihn nicht behalten, davon mal ab, ne, weil ich das einfach nicht so gerne mag, wenn es so texturbetont ist. Aber an und für sich passt er zum Look. Das mag ich. Was ich auch, nee, das ist das Einzige, was ich nicht behalten werde. Alles andere, bei dem Blush bin ich mir noch unschlüssig von Max & Moore, aber eigentlich finde ich den ganz schön. Bei dem NYX muss ich nochmal gucken, aber eigentlich finde ich den auch ganz schön. Also eigentlich haben mich die Produkte überzeugt und das finde ich halt immer positiv, habe ich beim letzten Video ja auch gesagt. Wenn man einfach merkt, dass es Produkte sind, die auch funktionieren und nicht irgendwie einfach nur Resterampe zusammengefegt, bitteschön, das ist dein Adventskalender, bitte zahl mit 200 Euro dafür. Ne? Mag ich. Also das ist ein stimmiges Bild. Ich fühle mich wohl damit. Ich kann damit gleich noch ein paar Videos filmen. Und ja, jetzt hast du vielleicht ein bisschen Inspo bekommen für die Produkte, die du in deinen Adventskalendern drin hast. Und wie gesagt, gerne in die Kommentare reinschreiben, falls jetzt irgendwelche Produkte gefehlt haben, die du gerne noch getestet haben möchtest, angewendet sehen möchtest. Und dann wäre es ja schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.